Ja, wir unterhalten uns in besonderen Zeiten. Jetzt in der wievielten Woche, ich weiß es gar nicht mehr, des Lockdowns ist uns das schon in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich musste heute noch mal denken, was war das für ein Theater, wenn die GDL gestreikt hat oder die Vereinigung Cockpit oder auch UFO und dann mal einen Tag oder 2 Tage drohte der Flugverkehr zumindest partiell lahm zu liegen. Dann ging doch ein Geschrei und Geheule durch die Medienlandschaft, der Untergang des Abendlandes und die deutsche Wirtschaft steht vor dem Armageddon. Jetzt liegt das Ganze seit Wochen brach und wir leben noch, aber gut, nur es wird jetzt langsam eng, nicht wahr? Wie verarbeitet man das noch oder haben Sie sich da mittlerweile schon dran gewöhnt an diese spezielle Situation? Es trifft ja den Flugbetrieb am härtesten mit, ne? Das stimmt, ja. Dran gewöhnt, nicht wirklich. Ich wüsste auch gar nicht, wie das so richtig gehen soll, sich daran zu gewöhnen, dass die Flieger stehen. Das ist für jemanden, also ich finde, ich habe ja nicht nur ich finde ja nicht nur Gewerkschaft irgendwie spannend, sondern ich finde ja auch die Branche tatsächlich spannend. Luftverkehr ist, also ich kenne keine andere Branche, die so dynamisch ist, wo so viel los ist und die ja immer davon geprägt ist, dass man in Bewegung ist und auf einmal haut da einer die Bremse rein. Und dann steht alles. Das ist auch also da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Allerdings ist ich sag mal, die Auswirkung der Krise, wie groß oder wie klein ist das? Also ich habe einfach aufgehört zu versuchen einzuschätzen, ob das groß oder klein oder sonst wie ist, sondern wo sind die Probleme, wo müssen wir uns drum kümmern? Wirklich es klingt so banal, aber abschichten und priorisieren ist das Einzige, was im Moment zumindest uns hilft. Ja, wir wollen gleich im Kern über die Lufthansa-Rettung sprechen und die Forderungen der EU-Kommission. Aber ich muss jetzt doch noch mal eine Frage stellen, weil uns geht es um die Arbeitsbedingungen der einfachen Leute. Wie kommen jetzt Ihre Kollegen damit klar? Sie haben ja das Glück, als Gewerkschaftsfunktionär oder so genau wie ich jetzt auch, eine Aufgabe zu haben, jetzt mehr denn je gebraucht zu sein. Aber wie verarbeiten die Leute, dass die jetzt zu Hause sitzen? Tja, wie immer lässt sich da nicht sagen, so und so ist es. Wenn ich aber etwas wahrnehme, was viele verbindet, ist es diese Unsicherheit. Also vor allem die letzten Tage sind da ja extrem. Und wenn man überlegt, in diesem Lufthansa-Konzern, um den es ja die ganze Zeit geht, da hängt ja nicht nur die Airline mit dem Kranich dran, also die hinten mit dem, wir sagen mal, die mit dem Vogel drauf, sondern da hängt auch noch eine Eurowings dran, da hängt eine Brussels Airlines dran, in Österreich die Austrian Airlines, in der Schweiz die Swiss Air und noch viele mehr, also 11 Airlines ja insgesamt. Und da gucken natürlich eine 140.000 Mitarbeiter gucken da natürlich extrem gespannt drauf, was passiert da, gibt es da eine Staatsrettung oder nicht, was passiert, wenn das nicht kommt. Also diese Verunsicherung ist extrem fühlbar und da ist auch. Und wenn man jetzt mal ins Detail sogar gehen würde und dann schauen würde, wie ist denn zum Beispiel Kurzarbeitergeld geregelt? Auch da, in jeder Airline, in jedem Betrieb anders. Aber ich glaube, dass das wirklich dahinter zurücktritt, hinter die Frage von, gibt es hier eine Absicherung meiner Existenz? Gibt es hier eine Zusage? Gibt es hier eine Stütze von außen, um meinen Arbeitsplatz abzusichern? Das ist enorm, enorm groß. Ja, heute ganz aktuell eine Pressemitteilung nicht nur der UFO, sondern auch vieler anderer berufsständischer Gewerkschaften, eine Vereinigung Cockpit, Schweizerische, Brüsseler Pilotengewerkschaft, ihr kritisiert Forderungen der EU-Kommission, der Lufthansa jetzt Start- und Landerechte abzuknöpfen im Gegenzug oder aus Gründen, die wir nicht ganz verstehen, die ich jetzt hier mal mit Ihnen erörtern möchte. Also Auflagen der EU-Kommission im Gegenzug zu der 9 Milliarden Rettung durch die Bundesrepublik Deutschland, jetzt eben Slots abzutreten, also Start- und Landerechte. Der Begriff Slots ist hier, muss man vielleicht erklären, das ist im Grunde ein Zeitfenster, ein Start- und Landefenster und das ist im Grunde mit das Hauptkapital einer Airline, also als Air Berlin pleite gegangen ist, da waren diese Slots das Wichtige, um das man sich dann gebalgt hat und was im Grunde den größten Wert ausmachte, weil das in den wichtigen Flughäfen eben rar gewesen ist bis dato. Düsseldorf, Frankfurt, München, Berlin und so, ja.
Also darum geht's, und diese Slots drohen verloren zu gehen, oder die EU-Kommission stellt da jetzt Forderungen, die die Lufthansa wohl stark gefährden könnten oder stark beschneiden könnten. Das vermag ich nicht richtig einzuschätzen. Also da vielleicht mal dann noch mal einen Schritt zurück. Warum macht die EU das überhaupt? Warum kritisieren wir das? Die EU macht das, weil sie sagt, das ist allgemeines, das ist tatsächlich ein Rechtsrahmen. Frau Vestager hat das auch gesagt. Ich muss mich aber hier in einem Rechtsrahmen bewegen, der da heißt, wenn in der EU, in einem Mitgliedsland, ein Unternehmen finanzielle Hilfe durch den Staat bekommt, in Form von Eigenkapital, das 250 Millionen Euro übersteigt, dann ist das eine Form des Wettbewerbseinflusses, der muss ausgeglichen werden, um Wettbewerbschancen für alle zu sichern. So, das klingt für uns ja auch tatsächlich erstmal in der Theorie, klingt das ja ganz sinnvoll. Also weil fairer Wettbewerb ist ja etwas, was zumindest ja wünschenswert ist, weil Monopole, da hat man ja schon auch andere spannende Erfahrungen mitgemacht. Deshalb sagt sie, aber da war dann wohl die erste Idee der EU-Kommission zu sagen, okay, um das auszugleichen, nehmen wir der Lufthansa, dem Konzern in Frankfurt und in München, das sind die beiden Drehkreuze für die Lufthansa, nehmen wir Start- und Landerechte weg. Und das ist deshalb doppelt schwierig, weil die Konkurrenzsituation eine ganz besondere ist im Luftverkehr. Es gibt nämlich, und da kommen wir wieder auf das Thema Monopol, es gibt neben der Lufthansa ja nicht mehr so viel. Und wenn ich jetzt Lufthansa sage, dann meine ich tatsächlich alles, was Lufthansa ist. Das ist eine Eurowings, das ist eine Lufthansa, das ist aber auch eine Lufthansa Cityline. Die können Kunden gar nicht wirklich auseinanderhalten, weil überall steht Lufthansa drauf, aber es sind einzelne Gesellschaften. Und wenn man denen jetzt Start- und Landerechte wegnimmt, dann muss die ja, also dann wird die, weil die Nachfrage gibt es ja, dann wird die jemand anders bedienen. Und wer bleibt denn dann noch? Dann bleibt am Ende auch nur ein Low-Coster. Und allen voran gibt es im Moment nur die Ryanair, der man wirtschaftlich zutrauen kann, zu sagen, da ist Start- und Landerecht frei. Wer kann es besetzen? Ich traue es mir zu. Ich habe die Flugzeuge, ich habe das Geld. Ich kann da reingehen. Da kommt, und mit dieser Gedankenabfolge kommen wir eben zu dem Schluss, dass wir sagen, liebe EU-Kommission, der Rechtsrahmen ist akzeptiert, aber mit diesem Vorschlag verlagert ihr, weil nun mal die Situation und der Airline so ist, wie sie ist, also vernichtet ihr tarifierte Arbeitsplätze, weil Ryanair, ja, die haben zwar Tarifverträge, aber die schrappen schon auch noch am Mindestlohnniveau rum und da wird deutsches Recht festgeschrieben für Menschen, die aus Deutschland heraus arbeiten. Und das ist etwas, und deswegen gehen wir da so entschieden gegen und sagen, das darf nicht passieren, weil das ist eine ganz falsche Zeichensetzung, auch fürs europäische Projekt. Ja, die Bewegung ist ja interessant, diese Low-Cost, also Billigflieger wie Ryanair, kommen ja aus der Peripherie, also Weeze, Hahn, ultraweit weg eigentlich von den Ballungszentren. Und arbeiten sich jetzt so langsam vor, wanzen sich sozusagen an die Filetstücke ran. Nach der Air Berlin-Pleite hat EasyJet in Berlin zugeschlagen und Ryanair in Düsseldorf. Und jetzt steht offenbar der Sprung ins Zentrum der europäischen Flugindustrie, also den Frankfurter Flughafen, mit Abstand das größte Drehkreuz in Europa, an. Das ist insofern eine interessante Bewegung. Sie arbeiten sich nicht nur von der Peripherie ran, sondern eben auch durch massive Absenkungen von Arbeitsrechten, Sozialstandards, Bekämpfung von Gewerkschaften und so weiter. Ja, heute das Zitat in eurem offenen Brief fand ich sehr interessant. Das will ich auch gerne nochmal vorlesen. Einige Airlines aus dem Low-Cost-Bereich haben deshalb große finanzielle Reserven, weil sie jahrelang die Rechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern missachtet und ihr Geschäftsrisiko auf die Belegschaft abgewälzt haben. Zuletzt wurden auch finanzielle staatliche Hilfen von diesen Unternehmen in Anspruch genommen. Sollte die Lufthansa Group Slots an solche Airlines abgeben müssen, wären Sie, Frau von der Leyen, und Sie, Frau Vestager, im Namen der EU verantwortlich für noch intensiveres Sozialdumping, steigende Scheinselbstständigkeit sowie eine massive Aushöhlung von Arbeitsstandards. Das ist ein ziemlich harter Sound, der mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Der nächste Satz, die Lufthansa Group hingegen übernimmt soziale Verantwortung für ihre Belegschaft, hat mich so ein bisschen, da ich mich beschäftige mit der Lufthansa und mit Union Busting durch die Lufthansa, hat mich so ein bisschen zucken lassen, weil gerade die UFO und auch die Vereinigung Cockpit ja nun harte Erfahrungen mit der
Lufthansa gemacht haben, mit dem Lufthansa-Management genauer gesagt. Wie ist das zu verstehen? Mussten Sie da nicht selber auch so ein bisschen schlucken? Weil die UFO wurde letztes Jahr ja massiv bekämpft vom Lufthansa-Management und ihren Anwälten. Also wie weit ist es eigentlich her mit der sozialen Verantwortung des Unternehmens? Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Da könnten wir nochmal eine Sondersendung wahrscheinlich zu machen, wie wir das so einschätzen. Aber wir haben tatsächlich gezuckt, als wir das gesehen und dann auch mit unterzeichnet haben, ist dann aber tatsächlich für richtig befunden, weil wir wollen und müssen ja genau eine so scharfe Trennlinie mal zeigen und sagen, im Airline-Geschäft gibt es Carrier, die, oder Betriebe, bleiben wir mal in so einer eher allgemeinen Sprache, gibt es Betriebe, die zumindest Mitbestimmung, Tarifgebundenheit und damit auch ein gewisses Grundlevel an sozialer Verantwortung übernehmen und dem auch Spielraum geben. Dass die Lufthansa dort einen extremen Machtkampf seit Jahren führt, vor allem mit uns Spartengewerkschaften, das soll das nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir an die EU-Kommission herantreten und hier uns sehr verständlich machen müssen ja auch, weil am Ende lesen Frau von der Leyen und Frau Vestager lesen den Brief ja nicht selber, aber es muss ja verständlich sein, worauf wir hinaus wollen, dann muss diese Trennlinie klar sein. Wenn so eine Maßnahme kommt und eine Lufthansa oder auch ja am Ende eine Condor, die ja momentan auch extrem geschwächt ist, die das auch selber gar nicht auffangen könnte, wenn die anfliegen müssen gegen dann ja quasi direkt unterstützte Airlines, die eben sich nicht an diese Sozialstandards halten, dann ist das etwas, wo wir sagen, das ist nicht in Ordnung. Und da muss man auch mal benennen, dass es hier tatsächlich Licht und Schatten gibt. Bei aller Kritik, die ich wirklich an der Lufthansa und ihrem Management leisten kann, dass es da noch einen Unterschied gibt, das muss man schon auch dazu sagen. Ja, den Unterschied habe ich verstanden. Der misst sich auch in der Profitrate, die wahrscheinlich bei der Lufthansa niedriger ist. Aber das bedeutet halt, es wird nicht so viel abgeschöpft und mehr an die Beschäftigten auch umverteilt. Ich würde vielleicht sagen, die Lufthansa übernimmt nicht soziale Verantwortung, sondern ist auch durch harte Kämpfe dazu gezwungen worden. Ja, das ist vielleicht, wäre womöglich die präzisere Formulierung. Aber wir wollen hier nicht einzelne Worte nur herumdrehen. Ja, einen Arbeitgeber kann man zur Not bestreiken, aber was für Machtmittel gibt es eigentlich, gegen die EU-Kommission anzugehen? Ja, Öffentlichkeit zuallererst. Das ist übrigens auch im Zusammenhang mit Streik. Auch da könnte man eine Stunde Sondersendung zu machen. Streikrecht, was hat sich verändert? Das darf man nicht unterschätzen. Öffentlichkeit und öffentliche Aufmerksamkeit ist mittlerweile fast mindestens genauso scharf als Schwert wie eben ein Arbeitskampf, weil eben in dieser wirtschaftlichen Welt, in der vieles eben dann ja nur noch auf Börsenkursen und auf dem Vertrauen in gutes Management basiert, da merkt man, da kann man sehr gut ablesen, aber wie ist denn gerade die Stimmungslage? Also Börsen sind zumindest, wenn man eine persönliche Meinung, sind gerne auch ein Stimmungsbarometer, wie sieht es gerade die Gesellschaft? Man sieht, ne, Corona, alle wissen es nicht, das heißt, die Börsenkurse gehen nach unten, wird man wieder zuversichtlicher, werden sie nach oben gehen. Und so ist es auch hier, dass eine EU-Kommission über das System, in dem sie sich bewegt und es unterstützen soll, nämlich die Wirtschaft, kann am Ende nur der Hinweis auf, was ihr da macht, geht in die falsche Richtung. Diesen Hinweis müssen sie kriegen. Und wenn sie das nicht hören, ja, dann kann man am Ende nur hoffen, dass irgendwann bei Wahlen eben sich andere Strömungen durchsetzen und Lerneffekte eintreten. Auch wenn da wieder Politikwissenschaftler sagen würden, mal gucken, ob das geht. Ich glaube daran, dass tatsächlich sich die Sache am Ende durchsetzen kann. Und wenn Politiker und Politik zu oft Fehler macht, wird sie abgestraft. Und das würde dann sich auch hier ablesen lassen. Ist in so einer Akutsituation natürlich eher etwas, wo man sagt, boah, zum Glück greifen die Medien das auf und beschäftigen sich damit. Ansonsten wäre es echt duster. Nochmal zurück zur Lufthansa-Rettung an sich.
Was ist eigentlich aus den 25% plus 1 geworden? Das war ja auch für mich ein bemerkenswerter Vorgang. So sollte die Staatsbeteiligung zunächst sein. Ich denke, in den Tagesthemen wurde das noch verhandelt und da macht man morgens das Radio an. Da sind es auf einmal nur noch 20%. Was, wenn ich richtig informiert bin, bedeutet, dass es eben keine zwei Sitze im Aufsichtsrat und keine Sperrminorität gibt. Wie kam das denn auf einmal zustande? Also zwei Aufsichtsratssitze sind es trotzdem tatsächlich. Ich glaube, das ist tatsächlich aber nur äußere Beobachtung, weil die Frage nach, was macht denn Brüssel, die musste man sich ja stellen. Also wer sich zumindest mit Luftverkehr ein bisschen beschäftigt, drei Jahren mittlerweile, Air Berlin Insolvenz, da hat am Ende ja auch nochmal Brüssel reingehauen und gesagt, übrigens, liebe Lufthansa, die Lauda darfst du nicht übernehmen. Die wurde dann zwar von Ryanair gekauft, aber mal zur Seite. Dass klar ist, wenn wir hier was machen, wenn was passiert, dann muss Brüssel zustimmen. Und ich glaube, dass eben ja, weil Brüssel sehr kritisch auf Staatsbeteiligungen guckt, war das, glaube ich, dann nochmal etwas, wo man in den Verhandlungen festgestellt hat, lass uns das mal machen. Lass uns mal nicht die harte Sperrminorität, sondern diese Wandelanleihe machen, sodass wir von 20 auf 25% erhöhen können. Für den Fall, dass wir das brauchen. Als Beispiel wurde da ja eben eine feindliche Übernahme genannt, sodass man eben da sagen, also das verhindern kann. Das eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, glaube ich, oder ist nach unserer Wertung zumindest, die Konzernlobby hat sich in der Politik enorm gut durchgesetzt, was wir wiederum enorm blöd finden, um das mal eher deutsch auszudrücken. Da hat sich tatsächlich die Forderung der Lufthansa von, wir möchten eine staatsferne Beteiligung eher nach dem Modell Airbus, wo wir verschiedene Staaten beteiligt sind, aber das Management trotzdem sehr frei agiert. Wir möchten lieber nach diesem Modell eine Beteiligung. Herr Altmaier, der auch ja sehr schnell gesagt hat, ja, okay, Beteiligung gibt es, aber wir wollen hier nicht mitmanagen, nicht mitregieren. Und die SPD, die dann zwar laut kritisiert hat, aber sich offensichtlich nach innen auch nicht so hart durchsetzen konnte, sodass jetzt am Ende zwei Aufsichtsräte und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds sagt, keine Managerboni, die Gehälter des Vorstands müssen geschnitten werden, aber weitere Auflagen, tatsächlicher Arbeitnehmerschutz, politische Ziele wie Klimaziele zum Beispiel, Infrastrukturreformen, die man angehen müsste in Deutschland vor allem, aber auch in Europa, all diese Dinge sind da nicht, sodass am Ende die Lufthansa mit ihrer Forderung von wir wollen Geld und wir wollen es nicht reinreden lassen, hat sie ja bekommen. Punkt. Und ich glaube, dass das Zusammenspiel aus erfolgreicher Konzernlobby und ein Blick nach Brüssel, was könnte da helfen, wurden dann auf einmal 25% zu 20% und einer Wandelanleihe. Ja, mantraartig aus verschiedenen, quasi gleichklingend aus verschiedenen Politiker-Statements kam dann, der Staat ist nicht der bessere Wirtschaftsakteur. Wir müssen das nochmal aufzeichnen und mal gucken, wie viele dieser Leute nach ihrer politischen Karriere in Aufsichtsräten und im Top-Management landen, nach dem Vorbild von Ronald Profalla oder Bilfinger Berger, Roland Koch. Also das ist auch bemerkenswert. Der Staat ist nicht der bessere Wirtschaftsakteur, aber diese staatlichen Akteure versammeln sich dann als Seitenwechsler immer genau in eben dieser Wirtschaft. Merkwürdige Zeiten. Ja, wie es weitergeht im Herbst, kann niemand sagen, aber womit rechnen Sie? Also die Öffnung wird irgendwie vorangetrieben werden, aber gleichzeitig gibt es jetzt schon Pleiten, Hainan Airlines in China oder LATAM, die größte südamerikanische Airline. Norwegian war im Grunde schon vor Corona stark angezählt. Zumindest sagte das Michael O'Leary mal, der ja einer der schärfste Konkurrent in diesem Sektor der Billig-Airlines ist. Aber womit ist zu rechnen? Das ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt, ne, wie ich anfangs ja schon sagte, abschichten und ein bisschen priorisieren, aber gucken, was kann man denn beurteilen? Beurteilen können wir tatsächlich eine sehr große Reiselust der Menschen. Ich habe den Eindruck, dass nicht nur im privaten Umfeld, auch wenn man sich Umfragen anschaut, viele Menschen wollen tatsächlich auch verreisen und sagen, ja, es ist Corona und ja, ich habe Abstands- und Hygieneregeln gelernt, aber das kann ich auch unterwegs. Ich möchte hier mal raus, ich muss mal reisen.
Das zeigt ja auch, wie elementar das Bedürfnis nach Mobilität und auch nach Reisen selbst ja geworden ist. Insofern glaube ich, dass die Nachfrage da sein wird. Die andere Frage ist eher, wie läuft es denn in den einzelnen Ländern? Also erlebt man noch mal so etwas wie in Italien? Wie geht die Pandemie in den USA weiter? Gibt es in China tatsächlich noch mal eine zweite große Welle und so weiter? Das ist, glaube ich, das sind die Dinge, die völlig unkalkulierbar sind. Wenn all das funktioniert, wenn die Lockerungsmaßnahmen tatsächlich planmäßig dafür sorgen, dass man nach und nach immer normaler leben kann oder sich eine Normalität in dieser Unnormalität einstellt, dann glaube ich, werden wir eine schnellere Rückkehr zu einem Luftverkehr und zu einem Reiseverkehr sehen, wie wir ihn kannten. Wie schnell das geht, hängt wirklich davon ab, wie halten sich die Menschen daran, wie ist es aushaltbar, kommen nochmal Epidemie, kommen nochmal Wellen der Ansteckung. Aber wenn das alles nicht kommt, dann bin ich tatsächlich recht zuversichtlich, dass das zügig gehen kann. Wenn man sich zum alleine jetzt bleiben wir bei der Lufthansa mal den Flugplan anguckt für die zweite Hälfte des Juni, stehen schon wieder einige Langstrecken drauf, über 10, meine ich, die alleine ab Frankfurt und nochmal 5 oder 6, die ab München aufgenommen werden, plus all das, was auf Kurzstrecke bis Nordafrika aufgenommen wird. Also das ist schon umfangreich dafür, dass man eigentlich immer noch von Lockerungen eines Lockdowns spricht. Ja, ich bin da äußerst skeptisch, was die Rückkehr zur Normalität oder zum Status ante quo angeht. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird, sondern dass wir es hier tatsächlich mit einer welthistorischen Zäsur zu tun haben, die auch ihre kurzen und langen Wellen aussenden wird. Also ich selber würde sagen, selbst in beiden Bereichen, bei den Billigfliegern, war das im Grunde vorher schon ein Wildwuchs. Also werden Städte regelrecht bombardiert mit Billigtouristen, sodass sie auch zerstört werden. Also meine Lieblingsstadt, San Sebastian ist nicht mehr wiederzuerkennen gewesen. Also nicht nur durch Billigflieger, auch Airbnb und so weiter. Na, 22 Uhr musste die Innenstadt geräumt werden von der Polizei, weil die Anwohner es einfach nicht mehr aushalten, von diesen Horden von Billigtouristen da malträtiert zu werden. Oder als ich im Juni noch, Januar noch in Marrakesch war, ein ähnliches Bild. Das ist das eine. Also da ist im Grunde ein Wildwuchs gewesen. Und Bad Isch in Ischgl und so ist ja jetzt das Synonym auch für den Corona-Hotspot. Das ist meines Erachtens nicht mehr vertretbar. Auch Fridays for Future haben da im Grunde Vorarbeit geleistet, das auch schon vor Corona zu diskreditieren oder stark in Frage zu stellen. Und bei dem anderen Geschäftsmodell sind diese Reisen der Ministerialbeamten und so weiter. Da habe ich auch Bekannte, die das im großen Stil betreiben, weil sie im Ministerium arbeiten. Das ist unglaublich, was das für Ausmaße angenommen hat. Und man schüttelt den Kopf, welche Konferenzen es da teilweise im Monatstakt gibt, was da für Flugbenzin verbrannt wird. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mir wünschen soll, dass dieser Status quo wieder eingenommen wird. Und ich glaube das auch nicht. Das ist eine lange Debatte, vielleicht sprengt die hier den Rahmen, aber Gibt eine Gewerkschaft zumindest. muss sich sicherlich auch solche Gedanken machen, denke ich, Eben, ja. um Das ist es ja. Eben, strategisch ja. sich zu orientieren, nicht wahr? Eben das, ja. Wir haben tatsächlich ein Positionspapier auch veröffentlicht, als es noch ganz am Anfang um die Frage ging, was macht man denn jetzt mit Staatshilfen im Luftverkehr, und haben eben ja genau solche Fragen, das hast du schön adressiert, aber stellen uns ja genau diese Fragen. Was machen wir denn? Vor allem, wo ist denn das politische Ziel? Und jetzt kann man natürlich auch ganz viel von dem, was Sie gerade gesagt haben, unter der Überschrift Klimaziele einordnen. Ist das denn notwendig? Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, dass die Ministerialbeamten tatsächlich zu diesen ganzen Meetings dort und dorthin fahren. Kann man das nicht auch mit modernerer Technik lösen und so weiter? Wie gewichtet man persönlichen Austausch? Und wir glauben ja auch, dass in der Klimadebatte, die wird wiederkommen, die war da, sie ist da und sie wird auch immer noch da sein nach Corona, und wie man damit umgehen will, aber vor allem auch mit Einschränkungen, die das mit sich bringen muss, weil das der Lebensstil, so wie er sich entwickelt hat, und sei das jetzt Tourismus, sei das aber auch tatsächlich einfach ganz harter CO2-Ausstoß. Ich finde ja, also ich will jetzt keine Werbung für Greta Thunberg machen, aber das simple Runterrechnen, was sie macht und sagt, das ist der Rest, den wir haben, und das ist das, was wir verbrauchen. Diese
diese Mathematik, diese Wissenschaft, die kann man ja nicht ignorieren. Und in dieser Krise als Staat nicht zu sagen, ich schaffe Voraussetzungen, um mich langfristig darum zu kümmern, vor allem, wenn ich das Geld meiner Steuerzahler einsetzen muss, ist etwas, das wir nicht verstehen können, weil auch wir sagen, der Staat ist nicht der bessere Manager, aber der Staat muss Ordnungspolitik machen und die macht er nicht, indem er sagt, hier hast du Geld und mach was damit, sondern indem er sagt, das ist das, was ich von dir erwarte, was du mit dem Geld tust. Und der Teil geht im Moment leider völlig verloren. Und wenn man jetzt auch noch den Bogen zu 2008, 2009, zur letzten Finanzkrise schlägt, wo man ja sehr schön davon spricht, dass die Verluste wurden sozialisiert und die Gewinne danach wieder privatisiert. Der Sozialdemokrat in mir sagt, ich fürchte, dass sich die Geschichte hier wiederholt und dass wir da noch nicht die richtigen Antworten gefunden haben. Dort, wo die UFO vertreten ist, gibt es da eigentlich Leiharbeit und befristete Verträge? Da würde ich tatsächlich einmal bei dem anfangen, wo wir tatsächlich aktiv mitmischen. Wir haben Leiharbeit in der Kabine tatsächlich 2012 auch per Streik verhindert und haben seitdem aber auch geschafft, dass das nirgendwo mehr dort, wo wir tarifieren, reingekommen ist. Befristung, auch so ein Thema, das ist tatsächlich ein tarifpolitischer Leitsatz von uns, dass wir sachgrundlose Befristung ablehnen. Und überall dort, wo sie schon da war, wenn wir dann angefangen haben, dort zu tarifieren, haben wir die Regelungen so verändert, dass es keine Befristung mehr war, die allein dem Arbeitgeber zur Verfügung steht, um zu sagen, ich behalte dich nicht, sondern es müssen dann Gründe vorliegen, weshalb ein Unternehmen den Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen kann. Also die Willkür auf ein Maximum runtergedampft, natürlich weiter mit dem Ziel, auch dort Fristungen abzuschaffen. Werkverträge haben wir nicht, aber um sie nochmal zu nennen, die Ryanair, da gibt es ein System von Arbeitsverträgen, die sagen, ich, Ryanair-Arbeitgeber, kann entscheiden, wann du in unbezahlten Urlaub gehst und wann nicht. Meistens im Winter, weil es ein saisonales Geschäft. Aber wenn ich im Sommer übrigens auch keine Beschäftigung für dich habe, schicke ich dich auch in unbezahlten Urlaub. Also dieses An- und Ausknipsen von Einkommen, das ist tatsächlich nur ein Einzelfall bei Ryanair. We'll be right back.